Moin hier bei Jackknife auf dem Kanal. Ich habe hier was ganz Spezielles heute. Es gibt einen Gartentisch-Review und wir sind hier im herbstlichen Garten im November. Herrliches Wetter, ganz trocken. Wir haben hier so richtig schöne Zeit. Da habe ich gedacht, das machst du nicht am Schreibtisch. Ich habe hier ein Slidle-Gandelglip. Original aus China. So, das Messer hier habe ich heute bekommen. Yes. Ich habe mir das Ding angeguckt, also das ist hält sehr gut die Schärfe. Ich habe damit schon ein bisschen geschnippelt. Es ist sehr scharf. Es ist so ein Gunner Grip Apparat. Ich hatte schon mal eins von Strider und das sah eigentlich identisch aus. Es ist identisch. Also ich stehe hier und mit diesem Gerät und lache mir hier ein, weil das Slidle ist identisch mit dem Strider. Was ich mal hatte. Und die haben sogar den etwas knatschigen, harschigen Klingengang hingekriegt. Und das ist schon Kunst. Also jetzt stellt sich die Frage, ist das Strider ein Stridel? Oder werden alle Strider bei Stridel gemacht oder nicht? Also so exakt, das Ding ist identisch. Dieses hier soll angeblich einen 440C Stahl haben. Ich habe es noch über den meinen Lederschleifer, über den Bandschleifer kurz gehalten. Es war scharf. Ich wollte anhand dieser Sache erkenne ich immer sofort, weil ich sehr viel schleife, wie sich das verhält mit dem Lederband, wie sich eine Politur ranlässt, erkennt man, wie gut das gehärtet ist, wie hart es ist. Und es ist sehr gut und hart gehärtet, hält sehr gut die Schärfe beim Schneiden. Ja, wenn ich jetzt jemanden erkläre, das wäre S30V, dann glaubt er mir, dass das S30V ist. Weil das ist Banane, wirklich. Das Ding sieht genauso aus. Hier diese die Titanplatine hat genau die gleiche Geflammtheit. Und vom Wärmeanlassen, die stellt sich nur noch die Frage, wie das Coating ist, ob das dem nahe kommt. Also es ist schon, ja, eigentlich sollte man ja nicht so einen Quatsch hier unterstützen, aber es stellt sich wirklich die Frage, ist der Strider nun ein Stridel? Weil in einem Forum habe ich auch gelesen, wegen dieser USA-Geschichte, die auf der das Strider bei den neueren Geräten gar nicht mehr USA draufschreibt, aus einem, mit dem Hintergrund, dass es doch vielleicht gar nicht mehr Strider, sondern Stridel ist. Das ist echt ein Phänomen. Und wenn man, ich weiß gar nicht, so ein Gunner Grip, das kostet jetzt irgendwie 400, irgendwas mit 400, 500 Euro oder 400 Euro. Und das kriegst du hier für einen unter einen Hunderter. Und mit nach Haus geliefert, so, ne? Faszinierend. Also wirklich faszinierend. Slidle Gunnel Glip. Es ist genauso stabil. Es ist genauso sinnfrei wie alle Strider Folder, weil man hat hier ja wirklich nur ein kleines Glitchy-Messer von einer effektiven Schneidphase. Ist das so groß wie ein, von der Schneidlänge ist das so groß wie ein Schweizer Offiziersmesser. Des Weiteren, der zweite eingebaute Nachteil ist diese Fehlschärfe. Also bei mir, ich habe das mal damals bei der Jagd benutzt, das hakt hier automatisch im Fell ein und du kommst hier nicht weiter. Auch bei anderen Gegenständen, wenn du schneidest, hakt das immer ein. Dann hat das noch einen Scholl und noch einen Scholl und einen Riesengriff. Und im Endeffekt hat man ehrlich hier so ein Mordsapparat von Messern, der eigentlich von jedem kleineren Messer in eine Tasche gesteckt wird
was die Klingenschneidgeometrie und die Klingenlänge angeht. Das war immer was, was mir sehr suspekt war an diesen Messern. Aber dennoch war immer der andere Punkt, ich bin ja auch ein Freak, Messerfreak. Ich mag das Ding einfach irre leiden, obwohl das sinnfrei ist. Diese Messer sind sinnfrei. Die sind, man, sie sagen immer alle stabil wie sonst was. Aber so von der Klingenlänge ist das eigentlich, wenn man das Ganze abzieht, ist das ein sehr kleines Messerchen, ne? Was man effektiv als Klinge benutzen kann. Und ja, daher, ich habe mich damals auch verleiten lassen. Ich habe auch mal sehr viel Geld für so einen Strider ausgegeben. Aber ich habe es dann verditscht, weil mich das nervte, dieses Gehake. Für die paar Kröten jetzt hier war ich doch gewillt, mir eins zu holen. Aus China, und das ging auch, die waren sehr fix in der Lieferung. Ja, ich bin irgendwie sehr beeindruckt von dem Ding, weil es ehrlich gesagt identisch ist mit einem Strider. Also, leider habe ich gerade keins zugegen. Ich werde meinen Kumpel Thorsten nochmal fragen, ob der mir seins mal mitbringt, damit wir das mal vergleichen können, was denn definitiv hier ein Unterschied ist. Also ich kann so gefühlt aus der Erinnerung heraus, wie mein altes war. Wenn mir das jetzt, wenn ich dieses Wissen nicht hätte, dass es einen China Strider geben würde und dass gerade diese Konfiguration Schwarz Gunner Grip und Tiger Stripe, dass das eben China Konfiguration ist, ich würde, wenn mir das einer jetzt gibt und sagt, hier, 300 Euro Sonderpreis und ich wäre Strider geil, würde ich sagen, ja, her damit, Alter. Sieht aus wie Strider. Ist Strider, steht Strider drauf, also muss auch Nutella drin sein. Und ja, ich weiß nicht, soll man jetzt sagen, ist ein Kauftipp? Also, es fällt mir schwer zu sagen, dass es sich noch lohnt, ein Strider zu kaufen, wenn man das gleiche Messer für 100 Euro, unter 100 Euro bekommt. Daher, ich werde das in der näheren Zukunft jetzt mal öfter führen, um mir einen Eindruck von der weiteren Klingen vom Stahl zu machen. Der erste Eindruck ist definitiv gut gehärtet, sehr hart, sehr schnitthaltig. Ja, so sieht das aus, ne? Slide Gunnel Glip auf Jackknifes Kanal. Bis denn, viel Spaß beim Schauen. Ja, danke fürs Schauen, nicht viel Spaß beim Schauen, ihr habt ja geschaut. Ne?